Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bumsenbox von SSIO. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bumsen von SSIO, das Ganze in Boxform aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Es ist eine dieser klassischen Amazon-Boxen, welche damals rausgekommen sind. Wir haben hier einen schlichten Karton, also rundum in diesem typischen Kartonbraun. Und auf der Oberseite haben wir einen Sticker, der uns darüber Aufschluss gibt, was sich hier drinnen befindet. Und zwar das Album Bumsen bzw. BBUMSSN. Und hier oben haben wir dann auch die Abkürzung erklärt. Denn das Ganze steht für boombäppisch, ultraamnesisch, melodisch, anabolischer Straßenscheiß-Nutte. Also meiner Meinung nach oder meines Wissens nach ist dies der längste Deutschrap-Titel für ein Album aller Zeiten. Wenn ihr irgendwie ein Album wisst, was noch länger ist vom Titel her, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mir wäre keines bekannt. Gut. Das Cover. Wir haben hier eine geöffnete Hose, also eine klassische Jeans. Und hier durch den Hosenschlitz kommt uns eine Faust entgegen mit SSIO Tätowierung auf den Knöcheln, auf den Fingern. Und dann haben wir hier eine Gürtelschnalle mit Alles oder Nix Records, darunter nochmal der Albumtitel. Sogar hier haben wir noch ganz klein stehen AON Records. Und darunter haben wir Limited Spezial Amazon Edition, T-Shirt in Größe L plus 2 CDs, DVD, Poster und Sticker. T-Shirt Größe L. Ja, wie gesagt, rundum alles in dieser Kartonfarbe. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album plus DVD, dann das Shirt. Ein Poster und ein Sticker. Von innen die Box glatt braun. Machen wir mal wieder zu. So, und nachdem die diversen Sachen hier noch in Folie sind, also in diesem Fall das Shirt, holen wir mal raus. Und dann haben wir noch das Album. Holen wir ebenfalls raus. So. Sehr gut. So sieht das Ganze aus. Das Cover, wie auch schon auf der Box. Das Einzige, was wir hier noch haben, ist ein FSK 16 Hinweis, der uns eben darüber informiert, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Was mich hier allerdings etwas stört, ist, dass das hier nicht mit einem Sticker gelöst wurde. Man hätte das zum Beispiel auf der Folie anbringen können oder zumindest, wenn man es schon hier auf dem Cover macht, dann hier einen Sticker draufkleben. Aber das wurde leider drauf gedruckt. Also das kann man hier leider nicht wegmachen. Behindert in meinen Augen die Optik, aber ja, wurde leider so gemacht. Das Ganze kommt in einem Digipack, beziehungsweise hier ist eine CD im Pappschuber, kein Digipack, sorry, ein Pappschuber. Hier lesen wir SSIO Bumsen und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks an der Zahl und dann haben wir hier noch DVD plus Instrumental CD. Darunter haben wir die Credits und einen Barcode. Und wir sehen schon, das Ganze ist in diesem Jeans Artwork gehalten, also hier hinten die Nähte. Das ist alles in dieser Jeans-Optik. Pappschuber machen wir mal weg. Und dann kommen uns zwei Sachen hier entgegen. Jawohl, jetzt ist das Ganze leer. Denn wir haben hier natürlich einmal das Album in einem Standard Jewel Case. Cover kennen wir. Wobei auch hier wieder eine Unterscheidung, denn hier hatten wir noch den FSK 16 Hinweis, der fällt jetzt weg. Dafür haben wir hier dann einen Verbraucherhinweis auf Englisch dabei. Standard Jewel Case, hier auch wieder der Balken in dieser Jeans-Optik. SSIO Bumsen.
Und auf der Rückseite haben wir dann auch hier wieder die Tracklist, 20 Stück an der Zahl, Credits und Barcode. Und dann kommen wir auch mal zu den Features. Wir haben hier auf dem Album jede Menge Features, und zwar haben wir Features von Kalim, Xatar, 257ers, Nate 57, Tellytales, Schwester Eva, nochmal Kalim, Obacha, Sammy, beziehungsweise ja, Sami, Xatar, nochmals Xatar, Maestro, Obacha, also jede Menge Features auf den 20 Tracks verteilt. Es ist das Debütalbum von Sio, auch wenn manche das vielleicht nicht wissen. Es kam ja 2012 schon was raus. Das war dieses gute Stück hier, Spezialmaterial. Allerdings, wie man hier sehen kann, war das damals ein Mixtape. Also BBUMSSN ist wirklich das Debütalbum von Sio gewesen. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Wir haben hier den Interpreten in Schwarz-Weiß abgebildet. Dann hier die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer hat produziert, wer wurde gefeatured. Das kann man hier alles nachlesen. So sieht das aus. Hier haben wir dann nochmal die Frontansicht hier mit dieser Gürtelschnalle, allerdings dann hier noch mit einer Alles oder Nix Bauchtasche. Weitere Tracks. Das sieht aus wie ein kleiner Notizzettel, auf dem hier irgendwelche Nummern aufgeschrieben wurden von Tamara, Beata und Alice. Okay. Dann die Credits zum Album. Wer hat alles mitgewirkt? Wer war daran beteiligt? Und dann auch hier noch weitere Infos. Zum Abschluss noch eine Tasche mit einem goldenen Handy, das hier herausschaut. Dann machen wir das Ganze mal wieder in die Hülle. Die CD sieht so aus, in dunkelbraun gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann CD Nummer 2, und das ist dann in diesem Fall die DVD. Auf dieser DVD gibt es eine Menge zu sehen, unter anderem Sio mit seinen Jungs im Phantasialand, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und dann haben wir hier noch eine Tasche mit zwei Durex-Kondomen. Also ihr seht, das Artwork wirklich durch und durch in dieser Jeans-Optik gehalten. Die Instrumentals kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve, denn nachdem ja Album plus DVD schon da drin waren, hat man die dritte CD irgendwie anderweitig verstauen müssen, hat es dann so gelöst. Wir haben hier auch wieder 20 Tracks. Also 20 Tracks ergeben in diesem Fall dann 20 Instrumentals, keine Skits oder so. Und so, hoppala, so sieht dann die CD aus. Hier eben der Zusatz Instrumentals zu lesen. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar haben wir hier einen Sticker dabei. Dieser Sticker ist im Format A6, also wie so eine Postkarte, allerdings im Hochformat. Und hier lesen wir dann auch nochmal den Albumtitel in seiner gesamten Pracht plus die Faust, die uns hier aus der Hose entgegenkommt. Das ist der Sticker. Und dann haben wir natürlich auch noch das Poster. Das Poster ist auch eher klein gehalten. Und zwar ist das vom Format her ungefähr, ja, A3 müsste das sein. Und auch hier haben wir natürlich wieder das Cover, allerdings eben im Hochformat. Und das Poster ist, wie ihr sehen könnt, einseitig bedruckt. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck hier auf der Brust. Hier lesen wir Sio macht schlau. Und damit nicht genug. Hier unten, also das ist dann hier so links unten im Bauchbereich, haben wir dann noch einen Alles oder Nix Aufdruck. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Der Rücken ist, wie ihr sehen könnt, glatt schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster,
A3 einseitig bedruckt im Hochformat. Diesen Sticker hier im Format A6, ebenfalls Hochformat. Die Instrumentals im DigiSleeve in der Papphülle, 20 Stück. Und natürlich das Album an sich, inklusive DVD. Und das Ganze kommt hier in diesem Pappschuber, das Album mit 20 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Bumsen von Sio. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.